Und ein herzliches Willkommen zurück zu einem weiteren Teil von Call of the Cthulhu. Und zwar mit mir von Game Desert Hobby. Tja, Hauptziel des Hawkins Anwesen erreichen. Genau, hier sind wir stehen geblieben im Garten. Schauen wir uns mal ein bisschen um. Das Anwesen ist groß. Sieht natürlich auch sehr nett aus. Wo ist eine andere jetzt hingegangen? Tja, wir gucken uns natürlich erstmal ein bisschen um. Wie immer. Ach, da hinten ist er hingelaufen. Was haben wir hier? Bradley was right. This place is much older than I imagined, but the architecture seems too recent. 1693. Das ist eine Weile her, auf jeden Fall. Psalm 3, Vers 5. Absatz 3? Nee. Ach, keine Ahnung. Gehen wir erstmal hier hin. Ah, hier sind die Gräber. Wo kommt die Laterne eigentlich schon wieder her? Poor kid. Poor kid. Simon Hawkins. Charles Hawkins. Someone must really hate Charles Hawkins. I told you. Silas Winchester is still watching over the Hawkins family. I must say, it's pretty gloomy. So, detective. Does this place inspire any thoughts? Do you know if Charles Hawkins had any enemies? Not to our knowledge. He was a well-respected personality on the island. I don't understand. Silas would never have let such a thing happen. Okay. Na, merkwürdig finde ich es jetzt nicht. Let's go to the mansion. Please give me a minute. I didn't expect to set foot back here after the burial. What kind of deranged individual would defile this sanctuary and steal a burnt painting? I don't see Silas doing such a thing, let alone allowing it. Even that broad baker is above that. Lord, have pity on this poor family. Someone must really hate Charles Hawkins. Auf der Rückseite ist nichts zu finden. The flowers on Sarah Hawkins' grave are fresh. So, sonst haben wir hier wohl nichts. Mit ihm können wir auch nicht nochmal reden. Dann gehen wir doch mal ein bisschen weiter. Ich würde sagen, hier geht's weiter hoch zum Anwesen. Da wollen wir jetzt aber erstmal noch nicht hin. Natürlich gehen wir hier auch erst nochmal auf die andere Seite, um einfach nur mal zu gucken, wo es hier eigentlich hingeht, was es hier gibt. Da können wir eh nicht weiter. Recently fallen. It's as if all life has abandoned the place. Eine Axt? Sturdy. And well sharpened. Immerhin, jetzt habe ich schon mal eine Axt gefunden. Wenn ich meine brauche, dann weiß ich wo. Ob es hier mal schön war? Zumindest, wo mal alles grün war, denke ich mal. Also,
Von den Blättern her, hier ist es sowieso generell ein grüner Schimmer überall. Da liegt was. Was ist das? Ein Wal? Tatsächlich. Eine aus Holz geschnitzte Walfigur. Diese Art Spielzeug machen Seeleute für ihre Kinder. Neuer Hinweis gemerkt. Holzwal. Was ist das für ein Hinweis? Den haben wir doch eigentlich schon gelesen, soweit ich weiß. So, das haben wir, glaube ich, auch schon gelesen. Hinweis. Ein Holzwal. Eine aus Holz geschnitzte Walfigur. Ja gut, das haben wir auch schon gewissen, gelesen. Ob uns dieser Holzwal irgendetwas bringt, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich habe mir einen neuen Tee gekauft. Marzipan-Schwarztee. Klingt echt gut. Ich liebe Marzipan. Wenn man den Tee auspackt und den Teebeutel riecht, übertrieben geil Marzipan. Wenn man ihn aufgießt, angenehm Marzipan. Wenn man ihn trinkt, kein Marzipan. Dann ist es eigentlich fast nur noch ein gewöhnlicher Schwarztee. Aber er schnuppert gut beim Trinken. Das ist doch schon mal etwas. Also richtig schön Marzipan-Tee, das wäre was Geiles. Ich hatte jetzt eigentlich auch gedacht, dass dieser Schwarztee gut nach Marzipan schmeckt. Aber leider riecht er nur danach. Spiel gespeichert. Das Anwesen ist riesig. Ich glaube, da haben wir ein bisschen was zu gucken. Können wir die Axt vielleicht mitnehmen? Die Axt ist weg. The axe is gone. I'd better be on my guard. Warum ist die Axt weg? Hier war doch niemand. Na super. Haben wir hier sonst irgendetwas? Sieht nicht ganz danach, sieht nicht wirklich danach aus. Da ist das was? Nee. Okay, hier sieht es so danach aus, als würde es hier reingehen bzw. weitergehen. Dann gehen wir erstmal zur zuenden Tür. Einfach nur um zu wissen, was uns da sagt. Oh, die Tür ist zu. Hier ist wohl nichts mehr. I'll have to find another entrance. Genau, es muss einen anderen Weg geben. Wie so oft in solchen Spielen. Und ich habe ihn ja auch schon längst gefunden. Ich nehme es zumindest an, dass es die Tür hier hinten ist. This entrance is still in use. Wird immer noch benutzt. Whoa! Whoa! You are trying to force the door, you nosy prick! Easy, sir, all right? Put down the axe. You know what we do with rubble like you? We gut them. Dump them into the ocean. Okay. You're Mr. Winchester. Lower that axe. Let's talk calmly. I'll show you how we have it out on Darkwater. Da läuft es weiter. You haven't forgiven yourself. You stay here to honor the memory of the deceased. That's true. I want no more violence. Ha! No more tragedy.
It's painful to be the last one left. You don't know how right you are. Understood. I'm listening. The police report describes a domestic accident. But Stephen Webster has several reasons to believe that this may not be the case. Webster is as stubborn as an old mule. And I did tell him that we should let the dead rest in peace. He wants to restore the reputation of his daughter. I just need to see where the fire started. No, I can't let you in. The mansion isn't safe. That's why you barricaded the entrance. That's right. And this door? It's locked. And I make sure it stays that way. Sie brauchen den Schlüssel doch gar nicht. Wollen Sie mich loswerden? No one lives in the mansion, and you don't take care of it anymore. If you have a good reason to be here, I'm listening. There's vermin. I keep an eye out. Vermin? Yeah, that's it. Vermin. Right. This is what we're going to do. I go inside, and I promise that I'll hunt vermin. Okay with you? I'm not sure. If there's nothing else to fear, you can give me that key. Right. Take the key and do what you have to do. Go on then, just to get rid of you. Let's see what more I can learn from this mansion. Okay. Was eine komische Ermittlung. Also der Ablauf war ein bisschen komisch. Das ging irgendwie zu einfach. Und was er so erzählt hat, das war jetzt auch nicht so sonderbar, ehrlich gesagt. So, wir schauen uns trotzdem erstmal hier draußen um. Vielleicht finden wir noch irgendeine Schnitzerei oder sowas. Wo geht's denn hier überhaupt hin? Das ist wohl dem seinem Haus. Da übernachtet er wohl. Oder wohnt hier. This gate is locked. This gate is locked. Das habe ich verstanden. So, da die beiden ja jetzt oben rumstehen und vielleicht miteinander quatschen, kann ich hier mal ein bisschen noch mal rumgucken. Okay, hier ist soweit wohl nichts. Ein Matschfelsen. Muss ich natürlich gucken, wo es hier überall hingeht. Ich spiele mal ein bisschen mit dem Feuer am besten rum. Ich meine, hätte er nicht schon genug gebrannt anscheinend. Die Flasche Whisky kann ich auf jeden Fall nehmen. Die Axt natürlich nicht. Da hoch geht's nicht, oder? Nee. Hüpfen können wir nach wie vor nicht. Irgendwelche primitiven Zeichnungen an oder sowas, nix. Hier gibt's sehr viel nichts. Auf dem Fels können wir auch nicht. Da. Noch mehr Flaschen. Bourbon. Empty, of course. Bourbon natürlich ausgesoffen.
Und jetzt? Was hat das jetzt gebracht? Ich kann nichts machen. Musste ich das jetzt machen, um da irgendwie nur Licht reinzukriegen oder sowas? I know a thing or two about solitude myself. Rather Spartan. The caretaker has simple tastes. The poor wretch seems to spend the best part of his time isolated from the world. Kein Wunder, dass er dann so, ich sag jetzt mal, misstrauisch ist. Okay. Vielleicht geht's ja jetzt. Ich weiß zwar nicht, was hier gehen soll, aber vielleicht geht's ja jetzt. Nö. Hier geht gar nichts. Gut, dann bleibt uns ja nichts mehr anderes übrig, als wieder hochzugehen und in den Menschen reinzugehen. Dann schauen wir mal, was uns da drin erwartet. Oh, der Winchester ist schon wieder weg. Pierce, shall we enter? Now that you finish your fun and games with Silas, we can perhaps inspect the mansion. You're right. Let's go. Let's go. Let's take a look inside. I'm with you. Kapitel 3. Villa der Hawkins. Pierce und Officer Bradley erkundeten den Garten des Hawkins-Anwesens. Die Familie ruht auf dem Friedhof des Grundstücks, das von Silas Winchester bewacht wird. Der alte Verwalter, seinen Arbeitgebern noch immer treu ergeben, wacht mit seiner Axt über das Anwesen. Pierce und Bradley können ihn beruhigen und erhalten Schlüssel für die Villa der Hawkins. Sie betreten das Gebäude und suchen nach dem Ort des Feuers. Na, dann suchen wir mal. Mein Tee ist langsam abgekühlt. Oh. Wahnsinn, betreten. Follow me. I know the place. Er kennt sich aus. Who left this light on? So, wir haben einen Punkt bekommen. Und ich weiß gar nicht, was wir jetzt höher machen sollten. Na gut, machen wir Ermittlung erstmal fertig, denke ich mal. Silas Winchester, alter 64, Verwalter des Anwesens. Der Hawkins. Silas Winchester, der alte Verwalter der Familie Hawkins, wacht noch immer über die Friedhof und die abgebrannte Villa der Familie. Bei aller Hingabe zu Charles Hawkins, den er aufwachsen sah, hat er auch großen Respekt vor Sarah Hawkins und ihren Sohn Simon. Die langen und einsamen Monate auf dem verlassenen Grundstück haben ihn sehr misstrauisch gemacht. Silas legt noch immer Blumen auf die Gräber von Charles, Sarah und Simon. Ich habe die Schlüssel zum Dienstboteneingang der Hawkins-Villa erhalten. Hoffentlich war er das Risiko wert. Der Fall. Anwesen der Hawkins. In der Eingangshalle der Villa scheint eine brennende Lampe schon auf uns zu warten. Und der alte Verwalter glaubt, er kann Leute vom Eindringen abhalten. Ich muss den Ort finden, an dem die Familie Hawkins starb. Und dabei werde ich möglichst viel über ihr Leben in Erfahrung bringen.
So schön, wie das hier auch aussieht. Wir hören jetzt natürlich auf. Wir sind bei 20 Minuten angekommen. Und so langsam, glaube ich, wird das Spiel hier losgehen mit Gruseleinsatz. Ich bin echt mal gespannt, was passiert alles. Komischerweise kommt jetzt ein Gewitter auf. Es fängt jetzt alles an zu knacksen. Typisches Zeichen für ungewöhnliche Sachen im Haus. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ihr seid hoffentlich wieder mit dabei das nächste Mal, wenn es da weitergeht. Bei Call of Cthulhu mit mir von Nöa Gameplays als Hobby. Vergesst den Daumen oben nicht und vielleicht ein Abo, damit ihr Bescheid kriegt, wann es weitergeht. Und dann bis denn. Auf Wiedersehen und viel Spaß noch. Tschüss.